Ahu, liebe Schildmeiden-Wikinger, willkommen zu einer weiteren Folge Chernobylite mit eurem Erik Vikingsson und dem Igor. Gestern gab es ja erst den großen Fisch, der gar nicht so groß war, sondern es war unser Mentor, der Semenov, unser alter Knacker. Und dann ist uns heute Morgen wieder die Tanja erschienen und ich denke, wir werden heute mal der Tanja wieder einen Besuch abstatten. Vorher müssen wir kurz gucken, ob wir uns präparieren müssen, aber das sieht alles ganz gut aus. Gehen wir gleich los, wollen wir keine Zeit verlieren. Mal gucken, was passiert heute mit Tanja. Ob einer noch was will, heute will keiner was von uns, das ist doch wunderschön. Dann werden wir die Jungs heute mal ein bisschen Essensabwurf. So, das macht natürlich der Saschko. Monsterjagd macht der Olli. Die Kühltürme. Ja, Michael, oh, ja, wir haben nicht viel heute. Monsterjagd auch hier. Der Michael, der kann das auf jeden Fall machen. Ja, und der Tarakan muss leider dann wohl wieder in der Base bleiben, der arme Trottel. So. Pass auf, was wollen wir denn? Geister der Vergangenheit. Die zweite, würde ich sagen. Tatjana erschien uns. Was haben wir hier nochmal? Das ist Saschkos Bruder. Und Tatjana erscheint immer wieder in meinen Träumen. Wir gehen jetzt erstmal das Auge von Moskau. Oh mein Gott, das ist ja so viel. Was machen wir denn für eine Tatjana? Machen wir die Geister oder machen wir dann wirklich jetzt Kopachi? Wir machen die Moskauer Vergangenheit nochmal heute. Wir machen heute nochmal Tatjana. Und ich denke, morgen in der Folge werden wir da auch nochmal Tatjana machen. Nämlich dann in Kopachi und dann gehen wir zum Saschko und gucken mal nach seinem Bruder. Ich bin gespannt, was uns heute erwartet. Also wie gesagt, wenn es dann wieder eine Szene ist, die wir schon kennen, dann muss es wohl sein vom Spiel so, weil wir sind in der Zwischenzeit nicht gestorben. Und das heißt, es läuft flüssig durch. Anscheinend muss es dann so sein. Ich weiß es nicht genau. 172 Metern geht es voran und es knackt schon in unseren Ohren. Egal, wir ziehen durch hier. So, ich würde sagen, wir gehen gleich straight hier durch. Naja, wir kriegen jetzt wieder Radioaktivität ab. Ist aber nicht schlimm, das nehmen wir kurz in Kauf. Der passt schon so. Ah, es ist sehr ruhig. 91 Metern kommt das erste Mal die Vergangenheit zu Trage. So, ihr seid da, ne? Gott sei Dank. Ich habe schon gedacht, ich habe alles vergessen aufzunehmen. Wow. Hier waren wir auf jeden Fall safe noch nicht, das würde mich erinnern. Guck mal hier hin. Hier ist alles schon grün mit Chernobylite, ne? Wahnsinn. So, die erste Vergangenheitsgeschichte, aber was, nee, das ist sogar hier. Mal gucken, was uns erwartet. Hier die Gasmaske. Sind wir mal gespannt. Ja, schön ist das. Die haben wir auch übrigens, ne? Seht aber, wie hässlich wir im Gesicht aussehen, wie so eine kleine Ameise. So, was passiert? Firefighters, nurses, doctors, miners, soldiers and liquidators. Hundreds of thousands of people helped clean up the disaster site. A monument to those who saved the world. Maybe they wouldn't need to save it if someone else hadn't fucked it up so badly in their first place. Tanya, my darling, you never used to be so cynical. Is that a fact? Or is your memory playing tricks on you? That's the problem with memories. They're unreliable, fleeting. Wahnsinn. We remember things as we wish them to be, instead of how they actually happened. What do you want from me, Tanya? Take a closer look at the monument. Do you see that man on the left? Yeah. The one holding a dosimeter? Yeah. There were no dosimeters at the site right after the disaster. The ones that weren't broken were confiscated. These people had no idea what they were facing, and anyone who tried to tell the truth was silenced. State secrets have always been a top priority for our leaders. State secrets and May Day parades. Simple people were just collateral damage, the cost of doing their dirty business. It was more complicated than that. Besides, progress always comes at a price. Progress, huh? Come with me, Igor.
I'll show you what progress you've always loved so dearly. Wie krass. Die Leute hatten eigentlich damals schon eine Ahnung, was da passiert ist und dass es nicht alles mit rechten Dingen zuging. Und wurden dann halt, wenn sie was sagen wollten, mundtot gemacht. Ich meine, das kennt man ja auch in der heutigen Zeit noch, ne? Wenn du heute was weißt und jemanden schaden kannst, dann wirst du halt einfach mal mundtot gemacht, ne? Hinter uns ist irgendwie ein Viech. Alter. Aber es ist halt auch so krass, ne? Du bist halt nirgendwo mehr sicher, ne? Das ist leider so. Es ist so ruhig hier, bis auf das Viech war hier gerade gar nichts. Hier sind wieder Fragezeichen drinne. Hier hat sich was Neues aufgetan irgendwie, komischerweise. Guck mal hin hier, der Loot, der da ist. Hier war übrigens Tarakans Versteck, ne? Wenn das noch wisst, hier mit den Rätselraten und so, das ist alles wieder nichtig. Ist auch sehr krass, ne? Auf einmal alles weg ist wieder, was da war. So, hier ist Frage. Oh wow. Do you have open graves to find girls to fall in love with, Igor? Do you have to open graves to find girls to fall in love with, Igor? Heed the call from the void. Heed the call from the void. Repeat the words coming from my dead lips. Repeat the words coming from my dead lips. Oh, er hat sich erschossen. Es war keine Eilbildung, er war wirklich da. Oh mein Gott, ey. Was war jetzt das bitte? Wo ist denn das andere Fragezeichen über uns? Ich will das kurz angucken. Guckt euch das mal an. Ey, was ist denn hier gerade los? Ja, aber wir kommen ja gar nicht hoch. Ja gut, wir könnten hier hoch, ne? So. Bin ich mal gespannt, was uns hier war. Hier waren wir noch gar nicht drin, ne? Das haben wir auch gar nicht nie versucht, eigentlich hier reinzukommen, ne? Wow. Ein Hinweis. Oh, Leute. Splitter, Bericht 0486-A betreffend Überwachungsoperation Codename Dorothy. Genosse Major Stepanov, mein Team und ich haben, wie befohlen, Überwachungsausrüstungen an allen wichtigen Orten installiert, einschließlich des Tellers Café Bribiat. So können wir alle Personen verfolgen, die mit der Sicherheit des Duga-Projekts im Zusammenhang stehen. Unglücklicherweise weigerten sich die wenigen Externen auf unsere Gehaltsliste, uns dabei zu unterstützen. Aus rein patriotischen Gründen. Ich befürchte, dass diese unser Betriebsbudget weiter strapazieren wird, dass ich lieber für fortschrittlichere Technik ausgeben würde. Wie Sie wissen. Wir hinken ohnehin schon hinterher, der westlich-imperialistische Überwachungstechnik hinterher. Kurz gesagt, zu diesem Zeitpunkt gibt es keine Beweise, dass Dorothy an antikommunistischen Komplotten beteiligt ist. Wir konnten auch keine Pläne dafür finden, dass sie der westliche Presse Staatsgeheimnis verraten will. Weiterhin gab es keine Hinweise darauf, dass sie Kontakt zu ausländischen Kooperationspersonen hatte. Wir haben allerdings Unmengen westlicher Schmuggelware gefunden, größtenteils in Form von Büchern und Musik. Ich empfehle, mit der Überwachung fortzuführen, bis unsere Vermutungen bestätigt oder widerlegt wurden. Krass. So, was kommt jetzt hier in 22 Meter? Ne, da müssen wir hin. Wir haben das jetzt gefunden, ne? Ja. Hier, das mit dem Fragezeichen ist durch. Dann sind wir hier auch durch. Dann können wir jetzt wieder runter. Oh Mann, ey. Was für ein Komplott hier alles. Hätte ich schon fast gerade gesagt, was für ein Kompott. Aber nee, es ist ein Komplott. Ein Kompott wäre mir besser. Jetzt ist der Loot wieder hier. Hat der sich erschossen, ey? Junge. Was ist denn los hier, ey? Vor allem, wo kommen die alle auf einmal her? Die ganze Zeit ist keiner da und jetzt sind sie auf einmal alle da. Es ist so merkwürdig. Kommen wir jetzt hier rein? Und warum ist es hier so ruhig? Hier ist niemand.
Kein Schwein ist hier. Das ist doch alles merkwürdig. Du kannst hier rumspazieren. Früher waren hier Soldaten, wo wir hier das erste Mal, zweite Mal waren. Jetzt aber ist hier niemand mehr. Kein einziger. So, da müssen wir rein. Ein Schild. Ja, sehr schön. Radioaktivitätsschild. Sieht man, denkt man von hier gar nicht. Und jetzt, wenn man so macht, sieht man Sonne. Remind you of anything? That's new. The work of dark tourists, I suppose. But what do you see? Human silhouettes. Dark shadows burned into the background. Almost like images from Hiroshima and Nagasaki. The residue of human beings in their final moments after the bomb dropped. They were disintegrated, instantly reduced to ashes at 5,000 degrees Celsius. The nuclear fission of uranium-235 and plutonium-239 created explosions so powerful they bleached everything near the blast. But why are you showing me this? I've never worked on nuclear weapons. All I wanted was to provide cheap, unlimited power for my fellow citizens, not to build fucking bombs. Are you sure of that? What do you remember about the RBMK-1000 reactor? It was unreliable, flawed, used to malfunction all the time. And why did the party bosses insist on using this flawed design? Remember, Igor. You've got to remember. Because it could be easily adopted to wartime production. Atoms for peace could become atoms of destruction in an instant. That was never the plan. Do you understand? I have to show you something else. Follow me. Oh, Maya. Also ich check's jetzt gerade. Ich glaube, ihr steckt es auch langsam. Ich glaube, unser Igor ist einfach blind. Der Igor hat gedacht, er produziert was für die Allgemeinheit, für die Menschen. Und dabei hat er was für den Krieg produziert. Und will es einfach jetzt nicht wahrhaben. Ich glaube, das ist das ganze Ding. Und ich glaube, das ist das, was Tanja oder Tatjana uns die ganze Zeit erzählen will, dass wir aufhören sollen, so einen Schwachsinn zu reden, dass wir nie was damit zu tun haben, sondern dass wir eigentlich der Grund sind oder mit der Grund sind, was hier passiert ist. Oh, wow. Oh, 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 oh. Ich ahne Schreckliches. Wieso muss jetzt hier so ein Viech sein? Ich muss da hoch, aber der Typ ist hier. Ich versuch's trotzdem. Das ist das Kernkraftwerk, ne? Das sind die Reaktortürme, die Reaktortürme, die Stromkreistürme hier. Mein Gott, wie heißen sie denn jetzt? The Russian Woodpecker. Steel Yard, Moscow Eye, a beast with many names. Duga 1, over the horizon radar. It was supposed to warn us about incoming nuclear missiles from the west. Impressive in size and very power hungry. The array needed its own power plant to supply electricity. But at the end of the day, it's just a radar. It's a tool of war. Yet another step towards a never-ending arms race. Oh, so that's progress for you, Igor? And you've been a part of that, even if unwittingly. Und wir waren Teil, siehst du? Was that even all of it? What about the secret transmissions, mind control, KGB experiments? Why don't you tell me, since you seem to know so much about it? I wish I could, but I can't. You brought me here, and... Don't sulk, Igor. Use your brain. Unless I'm going crazy, and you're nothing but a voice in my head. Tanya? Tanya? Oh, wow. Ich glaube, er hat begriffen. Ich glaube, er hat begriffen, unser Igor. Jetzt nehmen wir uns den Chernobyl-Leitstab hier und das ist die Quest ist durch. Ich glaube, so langsam begreift unser Igor, was hier los ist. Und so langsam begreifen wir es auch. Wow. Wir werden jetzt gleich nach Hause gehen. Werden ein paar Trainingsübungen bestreiten.
Wir müssen jetzt mal ein bisschen leveln. Wir haben die Zeit dazu. Oh, wow. Das hat jetzt einiges geöffnet. Also, ich denke, auch Igor wird jetzt genau wissen, dass er eigentlich nicht für Gutes gearbeitet hat, sondern wurde ausgenutzt. Und, ja, ist eigentlich mit der das Ganze mit zu verantworten hat. Das ist halt krass, ne? Wenn du das weißt. So, Oliver, sehr gut. Saschko, super gut. Jetzt haben wir auch die gefunden. Auch Michael, sehr, sehr gut. Und Tarakan blieb zu Hause. Das passt alles. So, wir kriegen die auf jeden Fall gut hier ernährt, unsere Jungs. Wir haben nichts verbraucht, wir haben nicht kämpfen müssen. War heute eine entspannte Folge, trotzdem ganz schön hart gebaut, das ganze Ding hier. Dann holen wir uns erstmal das ganze Zeug hier raus. So. Und dann packen wir das alles erstmal wieder rüber hier. Ja, so langsam kommen die Kräuter auch wieder an. Wir haben nichts verwerten müssen. Wir haben nichts sinnlos ausgeben müssen, das passt ganz gut. Aber so langsam, aber sicher wird es hier echt eine ganz harte Tobak. Das ist echt so, das ist ja Wahnsinn. So, wir haben auch so viel Munition, Leute, das ist so krass. Ah, wir haben nichts gebraucht. So, wir trainieren heute mit Saschko mal, würde ich sagen. How are things, Professor Kiminuk? Not too bad, Saschko. Not too bad. Ich würde gerne trainieren. I've been thinking about my brother Rustlin recently. He'd make a great addition to our team. You were both in a street gang, right? For a while, yes. We ran errands for Yuri Kipish, a dangerous gangster. He was fucking nuts too, of course. I see. I know you're trying to be polite, Igor, but there's no way to understand these things unless you've lived through them yourself. I'm talking about ongoing turf wars between every type of gang. Russian, Kyrgyz, Thai, Vietnamese, you name it. Everyone trying to get a piece for themselves. What about the police? They stay well away unless they have urgent business there. You know what I mean? Anyway, me and Rustlin were right in the middle of it. Every day, something was going down. You run, you sweat, you fight, you kill, you bleed. You get hooked on the adrenaline, like a drug. Rustlin had a special talent. He could make a person disappear without a trace. That would have come in handy around here on several occasions. We all followed a code, of course. Even wild animals have rules. You're familiar with the Thieves' Code of Conduct? Where criminals forsake their families and dedicate themselves to crime? That's right. Rustlin would never hurt anyone who wasn't in his way. But that kind of life takes you dark places no matter what. You think it took its toll on Rustlin? Possibly. That's why I have to face him to find out. Wie krass, ey. Was der alles erlebt hat mit seinem Bruder, das ist doch unfassbar. Ich überlege jetzt gerade die ganze Zeit, ob wir überhaupt trainieren sollen. Saschko, you're experienced, oder ob wir einfach nochmal Tatjana durchziehen. Is there anything you can teach me about... About what? Living on the streets? I can show you. Parkour, Geduld, Schrotflinte. Ich brauche das alles halt auch nicht mehr mit der Schrotflinte. I can't do it right now. So. Pass auf, wir gehen schlafen und wir machen danach nochmal die Tatjana. Wir machen heute zweimal Tatjana. Ganz einfach. Ich will das jetzt wissen, weil jetzt bin ich total drauf. Also jetzt habe ich total Lust, dieses Vergangenheitsding wirklich zu klären. Und die Zeit ist auf jeden Fall noch da. Wenn nicht, machen wir heute mal ein bisschen länger. Das ist kein Problem. So, wir wachen auf. Tag 25 und wir gehen gleich hoch und machen die nächste Tatjana-Mission. Heute gibt es einfach zweimal Tatjana für euch. Warum auch nicht, ne? Mahlzeit, Servus, grüß euch. So, was haben wir denn hier? Essensabwurf, Tarakan, du bist heute mal raus. Monster, Oliver. Essensabwurf, Michael. Und was haben wir noch hier? Medikamentenabwurf, Saschko. Ey, ist doch perfekt, ist doch super. So, Geister der Vergangenheit in Kopachi. Nummer 2, Tatjana, willkommen. Ich bin jetzt einfach, ich will jetzt wissen, was da los ist, ne? Es ist so, ich bin da so angefixt, dass wir wirklich, ich meine, jetzt wissen wir langsam, dass wir eigentlich das ganze Problem an der ganzen Sache sind und dass wir so weit mit drin stecken. Hätte ich so nicht gedacht, aber Tatjana öffnet uns gerade richtig die Augen und ich habe so das Gefühl, dass wir sogar Tatjana umgebracht haben. Am Ende durch so eine Aktion. Wo müssen wir hin? Ne, da müssen wir nicht hin. Oh, bis rüber. Den Weg kennen wir ja jetzt schon. Wir looten, was zu looten ist. Ganz klarer Fall.
Da loot ich nicht, da knastert's mir viel zu sehr. So. Alter, wir haben schon 11. Wow. Die Typen sind wieder da. Die haben schon wieder 11 Punkte, ne? Scheiße, der sieht uns gerade. Deswegen konnte ich den nicht angreifen. Er wird da jetzt hinlaufen, denke ich mal. Ich wundere, was für Dinner. Ich hoffe, es ist nicht diese fucking Peace-Soup wieder. Das sind zwei jetzt mit Helmen hier. Das ist so richtig scheiße, Mann. Ich muss hier lang. Ich muss sie umgehen, das bringt jetzt nichts, wenn wir uns da jetzt in Kämpfe rein verstricken. Boah, Igor. Okay, ist alles gut gegangen, Gott sei Dank, ey. Wow. Ich glaube, wir sind da rum. Ja, ja, da passiert nichts mehr. Man muss auch mal einfach sich den Kämpfen entziehen. Das würde ich halt gerne lernen, dass man auch diese Typen mit Anschleichen ausschalten kann. Das ist das, was uns eigentlich noch richtig fehlt, ey. Hier ist natürlich Loot ohne Ende. Da steht ein Kochfeld, da müssen wir jetzt eh hin. Typen sind hier gefühlt gar nicht. Auch wieder unglaublich krass. Bis auf die drei da oben. Ist hier alles ruhig, ne? Ja, aber ist auch gut so. Unser Kochfeld, da unten ist einer. Auf den werden wir jetzt wohl gleich stoßen. Ist doch ein Verkäufer, oder? Nee. Irgendwas. Ach, das ist so ein blödes Dreckding, was da im Boden liegt. Also gehen wir einfach in den. Wow, 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 wow. Das ist. Hello, fellow prospector. I'm looking for someone. A tall, hunched man with long brown hair. Maybe you've seen him. No, I'm sorry. What's this all about? I'm looking for my brother, Athanasius. He vanished without a trace a while back. I've been looking everywhere. Safe travels, my friend. Oh, and take this. Perhaps it will come in handy. Oh, wir haben Dietrich erhalten. Ja, cool. Ghoul, ja cool. Ja, cool. Oh wow. Okay, alles gut. Oh, ist das. Die Spannung ist gerade zum Zerreißen hier, ne? Bei mir. Also ich habe jetzt. Ich weiß nicht, was uns jetzt noch erwartet hier, aber es wird ja immer krasser. Aber das müssen wir jetzt heute durchziehen. Nochmal so einen offenen Spoiler kann ich nicht stehen lassen. Dafür ist mir die Story jetzt gerade zu krass. Und da ist das anscheinend hier. Ja, ja, da ist schon alles grün. Hier müssen wir hin. Die Straßensperre von Kopachi. Jetzt bin ich gespannt. Ein Bild. Oh, total verschwommen. Könnten das wir und Tatjana sein mit unserem Kind? This used to be a typical village. A simple hamlet of a thousand souls. These people had lives, families. It was all taken from them, scattered, stolen or destroyed, buried underground. Now it's nothing but a sprawling sort of mass grave. Yeah. It had to be done. The radionucleotides from the fallout contaminated this entire area. The liquidators risked their lives to deactivate this place. Deactivate? How very dry and technical.
but it doesn't quite capture the terror that befell these people. We took the same classes in radio physics in Leningrad. You know what I mean. Of course I do, but think about it. How quickly can you bury someone's life and past? Make it disappear? Change it, twist it, make it as if it never existed. Doesn't it frighten you? A lot of things frighten me right now, my love. Ich habe Gänsehaut am ganzen Körper. Missing feather beds aren't high on my list of scares, though. Do you think this is funny? You should be frightened, you know. Very frightened. Was ist hier los, ey? Ja, es war schon ein dummer Kommentar jetzt hier mit Federbetten und so vom Igor. Also das muss ich jetzt mal auch loswerden. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe wirklich extreme Gänsehaut am ganzen Körper. Das ist einfach viel zu krass, was hier abgeht, ne? Oder was, wenn ich wüsste, also wir stecken ja richtig tief drin in der ganzen Situation, ne Puppe. Ja. Wir jetzt am Kinderheim, am Weißenheim, ne? The 50th anniversary of the Great October Revolution. There was a friend I met at a book club, Lena. She used to be a kindergarten teacher. She was always so devoted to the little ones. Their future was her job, her calling. Have you ever wondered how it was for the children of the zone? Yeah. The evacuation, the radiation sickness. Iodine-131 is especially dangerous for kids. Their little thyroids absorb it like a sponge. I'm not talking about that. They were supposed to be safe, protected. The party said the children came before everything else. Before nuclear energy, before the arms race with the West and all the shiny medals and glorious parades on Red Square. Those children's world collapsed that night before they even had a chance to properly know it. I sometimes think those kids never left, that their souls still wander here, trapped in those dolls, watching and waiting. Oh, this is gross. What nonsense. Calm yourself, Igor. I'm not done yet. Es war mir klar, dass sie noch nicht fertig ist. Das wusste ich, dass sie noch nicht fertig ist. Oh Mann, ey. Jetzt gehen wir einmal hier durch. Gehen das hier noch schnell looten, wenn das geht. Ist das hier drin? Ja. Hier haben wir unseren Professor gefunden, unseren alten. Oh, es geht alles zusammen, ne? Es fügt sich alles wie ein großes Puzzle zusammen hier gerade. Und ich glaube, der Igor rappt es einfach nicht. Oder wir tun ihm jetzt Unrecht, oder ich tue ihm Unrecht und aber ich habe keine Ahnung. Es ist einfach alles so verwirrend gerade. Hier, der Hubschrauber Absturz. Da haben wir Semenov Abbruch runtergeholt. Es ist alles ruhig und verlassen hier, ne? Man wünscht sich ja so ein bisschen die Leute nochmal hierher, dass man nicht ganz so alleine ist. Nee, komm, hör auf. Ja. Viele von euch werden das Schild kennen. Wir werden gleich erfahren, was das ist. I, Igor Kimunik, joining the ranks of the Vladimir Ilyich Lenin All-Union Pioneer Organization, in the presence of my comrades, solemnly promise to love and cherish the motherland, to live according to the great Lenin's principles, as the Communist Party teaches us, as is required by the laws of the pioneers of the Soviet Union. Very funny. The young pioneer camp stirs up memories, yes? You must have been a role model for your companions back then. Do you still have your red neckerchief? I can't remember. I was never a fan of state-controlled organizations. Besides, I preferred to keep to myself, I think. A loner. Perhaps that's what you were meant to be all along. Oh, wow. What do you mean? Maybe we were a mistake, Igor. I sometimes wonder how it would have been if we'd brought a child into this fucked up world. Don't say it like that. It was our dream. Such dreams are dangerous. Volatile, like an unstable element. If something can go up in flames, it eventually will. All it takes is one spark. Also hatten wir doch kein Kind. Oh wow, ey, wir hatten doch keins. Wir wollten, aber haben keins. Eieieiei. Was ist denn hier los, ey?
So. Ich bin so gespannt, was auf uns zukommt. Das ist so nervenaufreibend, das ist so schwierig und fast gar nicht zu begreifen für Leute, die da gar nicht dabei waren und jetzt das eigentlich miterleben, so wie wir. Oh, Junge, Junge, Junge. Und Tatjana öffnet uns mehr und mehr die Augen, erzählt uns die Geschichte, wie alles passiert ist und wir wollen es gar nicht wahrhaben. Ganz schlimm. So, Olli hat es geschafft, sehr gut. Auch Sascho. Michael, sehr gut. Ja, Entschuldigung, Dankeschön. Oh Gott, ganz schlimm. Nee, Dankeschön. Ja, was eine Folge, ne? Die Vergangenheit holt uns immer mehr ein. Geh mal schlafen und morgen ist dann erstmal der Bruder vom Sascho dran. Ich bin gespannt, was passiert, ob sie jetzt nochmal kommt, die Tatjana, oder ob es jetzt vorbei ist, oder ob wir jetzt einen Traum nochmal erleben und uns darin bewegen werden. Ich bin gespannt, aber ich glaube, wir wachen einfach nur am Tag 26 auf. Ja, als ob nichts gewesen wäre. Ihr Lieben, Dankeschön fürs Zuschauen. War Wahnsinn. Macht's gut.